Hi Leute, mir hat jemand einen Kommentar geschrieben, vielleicht ist es einer der Keramikkondensatoren und ich vermute, dass es einer der Keramikkondensatoren ist. Jetzt habe ich hier mal mit dem LM386 einen Audioverstärker aufgebaut auf Steckboard. Also LM386, der Lautsprecherkondensator, Kondensator von Plus auf Minus, dann vom LM386 470, also nennen wir 0,47 MÜV Kondensator auf dem Body, 0,47 weiter, dann einen, um die HF abzublocken, einen 472, also einen 4,7N auf Masse und einen 4,7 Kilo Ohm Widerstand auf die Gölbi-Leitung. Ich habe die Plus- und Minus-Anschlüsse hier einfach mal mit Steckboard verbunden, um das Steckboard mit Strom zu versorgen von den vier Akkus. Das hat ihr selbst, das ist ja sehr hochtonlastig, auch, jetzt fällt mir auf, wenn ich jetzt direkt nach der Diode abnehme, nach der Demodulator-Diode. Hast du podobné problémy třeba v Barti? No, to samozřejmě. Bar mě taky, no, to prostě to je vždycky obrovský dilema. Da ist Bass drin mit, also... Nemůže, protože... Já z té země odjedu a pro mě to je, může být nějaká exotika, nebo pro spoustu novinářů to je prostě exotika. Když oni napíšou, tak to je samozřejmě vše. Tak víte, tam to letí, je to i mě, máme to dopřejmě, tady tím těpe, kde jsme smutná. Ta je spastrý. Dann gehe ich zum Lautstärkeboard, die am Anfang, da ist auch Bass. Und dann gehe ich zur ersten Transistorstufe. Und da ist kein Bass mehr. Warte mal ein bisschen lauter. Da ist nur noch Hochton. Und nach diesem Kondensator ist nur noch Hochton. Hier. Da ist noch Bass da. Nur noch Hochton. Also da Bass noch da. Und dann nur noch Hochton. Was liegt dazwischen? Ein Keramikkondensator. Ein 403 steht da drauf. 403. Das müsste 40 NF sein, oder? Müsste 40 NF sein. Ja, also 0,04 μF. Ich werde den Kondensator jetzt mal auslöten und mal checken, ob der wirklich noch 40 NF hat. Und wenn der keine 40 NF hat, dann den mal durch einen 100 NF tauschen. Okay, ich habe ihn jetzt mal ausgelötet. 403 müssten 40 NF sein. Mein Bauteiltester rein. Mal checken und... 32 NF. Er hat weniger als 40. Ist wohl doch gealtert. 33 N. 34 N. 34 N. Er sollte aber 40 N haben. 403, 40 N sollte der haben. Er hat auf jeden Fall weniger. Nicht, dass es daran liegt. Ich werde jetzt mal einen 100 NF Kondensator einlöten stattdessen und dann mal gucken. So, ich habe jetzt von hier, also von Mittelpunkt Potti, das ist wieder ein Pin vom Kondensator, nach hier, einen 100 NF Kondensator eingelötet, statt den 40 N, der vorher drin war, der aber nur 30 N hat. Jetzt mal wieder zusammenbauen und dann mal gucken, wie es jetzt ausschaut. So, nachdem ich den getauscht habe, mache ich nochmal den Test. Einmal hier, ein Lautstärkepapier. So ein Buster. Und einmal hier ein Transistor. Weniger Bass. Da ist weniger Bass da. Also der macht schon eine Bassabsenkung. Prostě přinášet informace o tom, co se opravdu děje.
Přesně, proto to taky dělám, jo, to bych nerada, aby to vyznělo, že za těma lidma hodně tak jako z bulvárních pohnutek. Ale že v tom to naopak právě přijde, že lidi, když prožívají něco strašného, takže to chtějí sdílet, že chtějí se jakoby podělit, chtějí, aby svět věděl, co se děje, protože právě to mal ab. Und mal gucken. Nun, was hat sich der Entwickler dabei gedacht, den Bass so sehr abzusenken? Wobei die Drachos, die beiden eh gut, die kennen nicht so viel Bass. Aber ohne Bass hört sich das halt nicht gut an. Breivika a Bataclan v Paříži a tak dále, kde si také bylo vlastně pracovní. Auf jeden Fall eine Verbesserung, den Kondensator zu vergrößern, der schon weniger Kapazität hatte, als er haben sollte.